Aber Matra, die Bar ist für mich ganz das richtige Pflaster. Denn ich kenne die Leute mit Zaster und sämtlichen Laster. Die cleversten Jungen erwerben Patente von mir. Hier dreht man kein Ding, wo ich keine Prozente kassier. Steh ich in der Tür, dann verstummt die Musik der Spelunken. Denn wird einer frech oder redet er blech, sieht er Funken. Zwar die Flittchen und vornehme Damen sind alle ganz hin. Doch das Kittchen ist nah und mit einem Bein steht man schon drin. Ein Schindlerpfiff, ein harter Griff, man ahnt es kaum, schon ist daraus der schöne Traum. Ist das das Wahre für Jahre? Sieht man dich aus dem Verkehr, selbst ein Apache vom Fache sagt nachher nein, danke sehr. Bei Napoleon find ich nur schön das Kostüm und die Haltung. Denn ein Platz im Geschichtsbuch behindert die Freizeitgestaltung. Er hat bei den zärtlichsten Liebesromanzen gedacht. Küss schneller, Cherie, denn ich liefere um 8 eine Schlacht. Und schlief längst ganz Paris, dann zerbrach sich der Korse den Kopf noch. Trug ich heute die Hand auf der Brust, auch am richtigen Knopfloch. Und nach all den Strapazen, da war er auf einmal passé. Nein, Napoleon war nichts, ich geh als Boris Chevalier. Löbeuf, der Ochs, da war Stiko. Palais Français, fermé la porte, die Tür macht zu. Madame, Monsieur, c'est fantastique, oh mayonnaise. C'est magnifique, je parle française. Au restaurant, au bon vivant. Au rendez-vous, au passe-partout, au grand vélo. Wenn Sie den Stroh ziehen und von Maurice den Charme, dann schlägt ein Frauenherz sofort Alarm.